Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, weil ins weit entfernte Motegi haben wir uns dann doch nicht nach vor gewagt. Ist vielleicht, wenn man sich diese Wetterkapriolen da angeschaut hat, auch ganz gut, denn hier sind wir trocken geblieben. Ja, relativ trocken war eigentlich auch das Rennen, nämlich nicht jetzt nur von den Wetterbedingungen her, sondern auch so vom Humorfaktor, oder? Das war ein Marquez Solo-Sieg, wie er eher zur langweiligeren Art zählt. Richtig, es hat für uns neutrale Beobachter so ausgesehen, als wäre es ein stets ungefährdeter Sieg für Marc Marquez gewesen, aber trocken ist ein ganz gutes Stichwort, denn staubtrocken war dann auf der Auslaufrunde auch der Tank von Marc Marquez. Er hat es nachher erklärt in der Pressekonferenz. Das Rennen sah einfach aus, sah ungefährdet aus, aber es ist im Endeffekt ganz schön eng geworden für Marc Marquez, denn er war wesentlich schneller unterwegs als er und sein Team das kalkuliert haben. Dementsprechend mehr Sprit hat er verbraucht, natürlich auch, weil er die ganze Renndistanz an der Spitze bestritten hat. Und somit musste er ordentlich in den Spritsparmodus gehen, musste da immer wieder mit den Motormappings herumspielen und hat trotzdem eineinhalb Runden vor Schluss die Warnung bekommen, dass der Tank praktisch leer ist. Er hat gesagt, okay, das heißt normal ungefähr 3 Runden hast du dann noch, so mehr oder weniger. Tatsächlich waren es noch genau die 1,5 und 7 Kurven, denn in Turn 7 auf der Auslaufrunde sind sie stehen gekommen. Also von der Pace her, vom Speed her, ein klarer Sieg für Marc Marquez, aber hätte auch ganz anders ausgehen können. Marc Marquez hätte, wenn es ganz blöd gelaufen wäre, nicht mal die Zielflagge gesehen. Dann hat ja Fabio Quartararo, der Platz 2 belegt hat, diesmal den Spieß ein bisschen umgedreht, denn der wurde zuletzt in den letzten 3 Rennen 2-mal gejagt von Marquez und in der letzten Runde aufgefressen, dann wäre das ja beinahe in die Gegenrichtung gegangen. Genau, wobei ich denke, es war eher eine unfreiwillige Taktikänderung von Fabio Quartararo. Er hat selbst gestanden, die Pace von Marc Marquez hatte er nicht, hatte sonst niemand an diesem Wochenende, oder vor allem im Rennen. Freitagstrainings waren ja nicht so gut bei Marc Marquez und der Samstag war dann ja aufgrund der Wetterverhältnisse schwer einzuordnen. Im Endeffekt Marc Marquez überlegen an diesem Wochenende, aber Fabio Quartararo der nächste, zweite Platz nach Misano und Thailand jetzt wieder auf Platz 2. Also wir haben es jetzt schon beim letzten Mal gesagt, aber es bestätigt sich immer mehr, Fabio Quartararo ist der Mann, der Marc Marquez am ehesten fordern kann einfach in den letzten Rennen. Das wird zum Fakt mittlerweile. Quartararo hat ja auch den ersten Titel, wenn man so will, eingefahren. Er ist Rookie des Jahres, ist 3 Rennen vor Schluss schon nicht mehr zu verdrängen von Juan Mir. Muss sich jetzt aber, wenn man sich den WM-Stand anschaut, das ist ja ganz interessant, muss sich jetzt aber sogar nach oben orientieren. Er hat Valentino Rossi jetzt mal überholt in der Gesamtwertung, aber ihm fehlen ja gerade mal 13 Punkte auf den 3. Platz. Also das wird noch ein ganz enges Rennen. Marquez ist vorneweg, klar, Weltmeister. Doviziosos Vizetitel, Vizetitel gibt es nicht, ich hasse dieses Wort. Dieser 2. Platz ist auch in Stein gemeißelt, aber um Platz 3, Vinales gegen Quartararo. Das Duell der letzten Rennen? Ich denke, ja, also was die Punkte betrifft, sind auch Alex Rins und Danilo Petrucci noch in diesem Kampf drinnen, aber haben beide in den letzten Rennen eigentlich massiv geschwächelt. Quartararo und Vinales sind die Männer, wo der Trend nach oben zeigt, vor allem natürlich Quartararo, der ist im Moment nach Marquez der stärkste Mann im Feld. Es kommen jetzt auch Strecken, die Yamaha entgegenkommen, Phillip Island vor allem natürlich, Sepang ein bisschen weniger, Valencia ist normalerweise wieder eine Strecke, wo Yamaha stark ist. Also wenn ich mein Geld jetzt aktuell worauf wetten müsste, würde ich sagen, Fabio Quartararo holt den 3. Platz. Er kann jetzt befreit auffahren. Er hat gesagt, die Zielsetzung vor Saisonbeginn beim Sepang-Test haben wir sich zusammengesetzt. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen Rookie of the Year werden. Und 50 bis 90 Punkte soll der Fahrer holen. Jetzt sind's 100, das wurde leicht übertroffen. 163, glaube ich, oder so. Also im Endeffekt werden es dann mehr als doppelt so viele sein, als man sich erhofft hat. Also weit übertroffen schon die Erwartungen. Das gibt einen Schub, die letzten Resultate geben einen Schub. Also ich persönlich glaube, dass Fabio Quartararo sich den 3. Platz holt. Dass als Rookie auf einem Satellitenbike mit geringerer Drehzahl als die anderen Yamahas, ganz große Leistung, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Der Vollständigkeit halber muss man aber auch sagen, Marquez hat auch Honda zum Konstrukteursweltmeister gemacht in Motegi. Also in Motegi gibt es für Honda anscheinend immer irgendwas zu feiern. Marquez ist halt schon oft Weltmeister geworden. Jetzt darf Honda den Konstrukteurstitel dort feiern. Den 4. in Folge, den 25. insgesamt, den 8. binnen 9 Jahren. Also da kann man sich schon auf die Schulter klopfen. Vor allem das Herausragende an diesem Titel ist ja, in der Herstellerwertung zählt ja nur der jeweils bestplatzierte Fahrer eines jeden einzelnen Herstellers.
Das heißt aber, dass Marc Marquez diesen Titel so gut wie alleine eingefahren hat, denn 356 Punkte hat Honda jetzt nach Motegi. 350 hat Marquez davon. In Austin konnte er nicht punkten, da ist er ausgefallen. Das heißt, Taka Nakagami mit seinem 10. Platz, der 6 Punkte einbringt, ist der einzige andere Honda-Fahrer. Kein Crutchlow, kein Lorenzo, sondern ein Nakagami mit dem 10. Platz in Austin, der noch Anteil, einen kleinen zumindest, an diesem Titel hat. Das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage, vor allem wenn wir jetzt auch auf die Teamwertung schauen. Dort zählen ja beide Fahrer und deren Ersatzpiloten. Da ist Ducati zwar noch voran, aber Marquez, der ja auch da mehr oder weniger ein Solokämpfer ist, Jorge Lorenzo in Motegi völlig weg von Gut und Böse, wieder keine Punkte, zum dritten Mal in Folge, außerhalb der Top 15. Also da geht noch weniger als zuvor schon in dieser Saison. Könntest du dir jetzt auch vorstellen, dass Marquez als One-Man-Show auch für Repsol Honda diesen Titel gegen Petrucci und Dovizioso noch holt? Ich halte es für durchaus möglich, denn auch da wieder, wenn man auf den Trend blickt, Spielberg war das letzte Rennen, wo das Ducati-Team mehr Punkte holen konnte als das Repsol Honda-Team. Seitdem in Misano, in Silverstone, in Aragon, in Thailand und jetzt eben in Japan immer Repsol Honda, das stärkere Team, obwohl Jorge Lorenzo in dieser Zeit genau 4 Punkte geholt hat. Also im Endeffekt sind wir wieder da. One-Man-Show Marc Marquez. Es kommen Strecken, die Ducati gar nicht liegen. Philipp Island ist so eine, Valencia ist traditionell schwach. Sepang sollte ganz in Ordnung sein. Aber auch da würde ich fast vermuten, dass es in Richtung von Repsol Honda geht. 17 Punkte sind gut zu machen. Ist nicht ganz einfach, aber ich halte es für möglich. Ja, ja, das wäre natürlich die Bombe, wenn der da alleine den Hattrick für Honda holt, dann werden die Gehaltsverhandlungen im nächsten Jahr für die Verlängerung ab 2021 interessant, denn da kann der Honda-Präsident eigentlich einen Blankoscheck hinlegen und sagen, trag die Summe ein, die du weiter... Wir zahlen alles, ja. Im Prinzip können sich ja drei andere Fahrer einsparen, weil der eine reicht da im Endeffekt. Das stimmt eigentlich, ja. Die 4,5 Millionen, die Lorenzo kassiert, könnte man sich auf jeden Fall mal sparen. Quartararo, ein Durchstarter, Marquez, ein Durchstarter, Lorenzo, ein absoluter Absacker, aber auch, werden viele Fans da draußen jetzt nicht so gerne hören, aber auch Valentino Rossi, ein weiteres schwaches Wochenende, über das gesamte Wochenende eigentlich schwächste Yamaha, Qualifying schon, im Rennen auch weit hinten gelegen, als er dann gestürzt ist. Es wäre wieder nur der 4. Platz in der Yamaha-Hackordnung geworden, jetzt auch hinter Quartararo in der WM. Und dazu werden wir jetzt unseren Riding Coach Horst Gref fragen, was ist denn da bei Valentino Rossi aktuell los? Lieber Michael, lieber Markus, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer, warum läuft es nicht mehr rund bei Valentino? Puh, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen darf, einen so großartigen Mann wie Valentino Rossi zu feedbacken oder zu beurteilen. Ich probiere es mal. Mit allen Ehren. Also, Valentino Rossi, was soll man über ihn sagen? Er hat alles gewonnen, er hat wirklich alles möglich gemacht. Er ist Mr. MotoGP, er hat aus der MotoGP das gemacht, was sie heute ist. Unstrittig. Dennoch, Valentino ist über 40, sein Körper fordert Tribut. Er braucht längere Erholungsphasen, die ihm dann fürs Training fehlen. Er muss danach umso härter trainieren. Er wird sich schneller ausgebrannt fühlen. Ich denke, das wird er selber auch merken. Und wenn du über 40 bist, da kommen so die ersten Wehwehchen, wo du dir denkst, Mensch, was habe ich denn da? Was ist denn da kaputt? Ja, das sind lauter Sachen, die kommen dann so einfach dem Alter geschuldet, die passieren. Das wird ihm das Leben nicht einfacher machen. Er kämpft sich da immer noch bravourös durch, aber ich denke, das könnte einer der Gründe sein. Ein weiterer Grund ist die Motorradentwicklung, beziehungsweise speziell die Reifen. Ich denke, Valentino kämpft seit der Einführung der Michelin-Reifen, damit die Reifen für sich fahrbar zu machen. Er hatte mit dem Bridgestone-Reifen, speziell mit dem Vorderreifen, hatte er einen unglaublichen Vorderreifen zur Verfügung, der ihm seinen persönlichen Fahrstil möglich gemacht hat. Der war früher in den Nullerjahren, in seinen Glanzjahren, war er ein absolutes Monster auf der Bremse. Er konnte wirklich selbst noch die Bremse lösen, wenn einer versucht hat, ihn auszubremsen und trotzdem noch als Erster einlenken und die Linie halten. Das hat ihm dieser Bridgestone-Reifen möglich gemacht. Der Michelin funktioniert ein bisschen anders. Der liefert nicht mehr diesen unglaublichen Grip am Vorderrad. Dafür kann der Michelin viel, viel mehr Grip am Hinterrad im Vergleich zu dem Bridgestone. Das heißt, das Motorrad muss ein bisschen anders abgestimmt werden. Und ich glaube, da kämpft Rossi immer noch ein bisschen mit diesen Reifen. Er versucht verzweifelt, diesen alten Fahrstil sich noch irgendwie möglich zu machen mit dem Michelin. Ich fürchte, das wird ihm aber nicht gelingen.
Die Michelin machen unheimliche Schräglagen möglich. Das sieht man an Marc Marquez oder an Fabio Quartararo, wenn man die Bilder sieht. Unfassbar, was die Jungs inzwischen mit diesen Reifen können. Bei Rossi erkennt man, wenn man genau hinguckt, immer, dass so ein paar Grad Schräglage fehlen. Das ist etwas, da kommt er irgendwie nicht runter, warum auch immer. Aber er schafft es nicht, diese Schräglagen auch zu fahren. Aber diese Schräglagen, die sind quasi die letzten Zehntel oder manchmal auch die letzten Hundertstel, die ihm zu einer vernünftigen Rundenzeit fehlen. Und über eine Renndistanz fehlen halt dann mal 10 Sekunden und dann ist er nicht mehr Erster, sondern halt eben Sechster, Siebter, Achter oder Neunter. Das frustriert den ganz, ganz arg. Ich hoffe, dass sein neuer Crewchief, David Munoz, der jetzt ab 2020 für ihn zuständig sein wird, dass der ihm vielleicht eine bessere Lösung aufzeigt und dass er ihm auch wieder ein bisschen mehr Motivation gibt. Denn ich glaube, auch mit der Motivation kämpft Rossi. Rossi war ja immer jemand, der sich unheimlich motivieren konnte in den letzten 20 Jahren. Ich weiß nicht, in den letzten Monaten habe ich da schon immer wieder mal Zweifel an ihm gesehen. Gut, er hat alles gewonnen. Er muss, glaube ich, auch keiner mehr irgendetwas beweisen. Aber dennoch, die letzten 10 Jahre, das war für ihn eine Durststrecke. Er ist nicht mehr Weltmeister geworden. Er hat auch den mentalen Kampf gegen Marquez verloren. Früher hat er ja diese mentalen Scharmützel immer gerne für sich entschieden. Marquez hat ihm zum ersten Mal so ein kleines bisschen gezeigt, nee, mit mir machst du das nicht. Ich glaube, das nagt mehr an ihm, als er das nach außen zeigen möchte. Er hinterfragt sich selbst, er stellt viele Dinge um, auch jetzt wieder mit der Vorderradbremse. Jetzt benutzt er nur noch 2 Finger zum Bremsen, vorher hat er 3 Finger benutzt. Das sind alles Sachen, die sollen ihm neue Motivation geben und die sollen ihm eine neue Richtung geben. Also ich bin sehr gespannt, was wir 2020 von ihm sehen werden. Mein persönliches Fazit, so sehr ich ihn bewundere, ich fürchte, der Zahn der Zeit nagt an ihm. Und da werden wir, glaube ich, nicht dran rumkommen. Das ist auch kein Vorwurf. Es ist absolut einer meiner Helden, aber neutral betrachtet fürchte ich, seine Ära ist vorbei. Wir werden in 2020 entweder ein letztes Aufbäumen sehen, den letzten Versuch, wirklich nochmal alles rauszuholen, oder gar nichts mehr. Es ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Wir werden nach den ersten 5 Rennen 2020 deutlich mehr wissen. Aber man kann Rossi nicht abschreiben. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, Phillip Island ist die nächste Strecke vielleicht da. Eine Strecke für Valentino Rossi. Yamaha tendenziell ein bisschen stärker dort. Aber wenn es dort nicht klappt, dann wird es ganz schwierig. Dann könnte es vielleicht eine wirklich bittere Saison für Valentino Rossi werden. Damit beenden wir auch schon unsere Analyse eines relativ eher schwächeren MotoGP-Rennens. Umso stärker war das Moto2-Rennen. Also ich habe es als super cool empfunden. Luca Marini gegen Tom Lüthi um den Sieg, das war ein Spitzenduell. Absolut und ganz spannend eigentlich. Es ist irgendwie interessant, Luca Marini kommt immer erst gegen Ende der Saison wirklich in Form. Also letztes Jahr der Sieg in Sepang, dieses Jahr wieder die ganze Saison eigentlich eher unterm Radar gewesen. Jetzt wieder auf der Asien-Turnier kommt der richtige in Form. Und Tom Lüthi war zu Saisonbeginn stark, war jetzt zwischendrin eine lange Zeit weg, vor allem als dieser neue Reifen von Dunlop kam, wo sich Tom Lüthi, aber das gesamte Intake-Team, meine ich auch Marcel Schröter, ein bisschen schwer getan hat mit der Umstellung. Lüthis letztes Podest, Barcelona. Also genau. Das ist ja gefühlt Ewigkeiten, ja. Lange etwas, ein kleines Tief gehabt, Tom Lüthi, und jetzt ist er wieder voll da. Jetzt scheint man da auch wieder den richtigen Weg gefunden zu haben. Den Sieg knapp verpasst gegen Luca Marini, aber wichtige Punkte in der WM gemacht. Zweiter wieder in der WM. Zweiter wieder. Ich muss sagen, ich hätte zwischenzeitlich eigentlich gedacht, dass das Thema für Tom Lüthi erledigt ist. Ja. Aber ausgeschlossen ist jetzt mal gar nichts. Es sind jetzt wie viele 36. Punkte? 36 Punkte, 3 Rennen noch. Alex Marquez in diesem Wochenende eine, nicht geglänzt. Eine Null, die bei Alex Marquez, muss man so hart sagen, jederzeit eigentlich drin ist. Hätte auch in diesem Rennen heute 2 bis 3 Mal ganz leicht passieren können. Also da waren ordentliche Saves drinnen, die nicht immer gut gehen müssen. Und Marquez muss man ja dazu sagen, also wer es nicht gesehen hat, unbedingt Alex Marquez Save Motegi eingeben. Der Save der Saison, ja. Für mich ja. Persönlich, also hat das Hinterrad verloren in der letzten Kurve, wurde runterkatapultiert, hat irgendwie die Hände am Lenker halten können, ist dann daneben her, zuerst so mit dem Knie runden mitgeschliffen, hat sich dann wieder so ein bisschen hochgezogen, ist auf den Beinen dann quer über Startziel nach rechts gefahren gegen die Boxenmauer und dann dort wieder aufgestiegen, hat dann auch noch Applaus von seiner Box bekommen, also hat er auch für Lacher gesagt, wenn du da absteigst, kannst du dich ganz schnell auch verletzen. So ein Heißer, das sein Schlüsselbein ist schnell gebrochen.
blödestmöglicher Zeitpunkt jetzt eigentlich, weil in den nächsten zwei Rennwochen wieder Rennen auf dem Programm stehen. Also da ist schon ein bisschen Glück auch dabei, aber Alex Márquez war kein Championship-Wochenende für ihn. Definitiv nicht. Also da hat es Tom Lüth in diesem Wochenende durchgehend eigentlich den stärkeren Eindruck gemacht. Vielleicht wird es auch spannend. Also diese Moto2-Saison ist für mich und ich denke für alle irrsinnig schwer einzuschätzen. Irgendwie, es gibt wahnsinnige Schwankungen. Da gab es die Phase des Lorenzo Baldassari, dann gab es die Phase des Alex Márquez, dann die Phase des Augusto Fernandes. Ist es jetzt wieder die Tom Lüthi-Phase? Brad Binder dazwischen, darf man auch nicht vergessen. Genau, in den beiden Rennen vor MotoGP gewonnen und Zweiter. An diesem Wochenende irgendwo, im Nirgendwo, dann auch noch eine Szene gehabt, zu Rennbeginn gleich, wo er auch einen ordentlichen Wobble hatte, der auch ganz schlimm hätte ausgehen können. Ist geworden im Endeffekt 12. Aber liegt jetzt auch nur 50 Punkte hinter Márquez. Das ist auch noch in Schlagdistanz so halb. Also Moto2 ist für uns so das Spannendste. Absolut, also da ist alles möglich. Die Klasse liegt so eng beisammen, dass wirklich die kleinsten Details oder Nuancen, die man verbessert oder wo man auch schlechter wird, eben gleich einen riesigen Ausschlag geben können, 5, 10 Positionen bedeuten können. Ich denke, so lässt sich das am besten erklären, warum es da diese dermaßen großen Leistungsschwankungen oder vielleicht nicht mal Leistungsschwankungen, aber Positionsschwankungen in dieser Saison gibt. Was diesmal Binder nicht konnte, hat Jorge Martin geschafft. Er ist mit der KTM auf das Podest gefahren und hat damit wieder alle, die in Spielberg diesen Moto2-Ausstieg bei KTM beschlossen haben, Lügen gestraft. Also KTM jetzt gegen Ende ein absolut sieg- und protestfähiges Motorrad seit diesem großen Update auf einem ganz anderen Niveau. Ist schon, diese Entscheidung von KTM ist da schon, erscheint schon unter ein bisschen einem seltsamen Licht. Ja, aus sportlicher Sicht auf jeden Fall. Ich persönlich finde es sehr schade, dass mit KTM da ein Hersteller, der Kalex die letzten Jahre wirklich gut fordern konnte, da aussteigt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es da wirklich so sehr um den sportlichen Aspekt gegangen ist oder ob da vielleicht nicht doch mehr diese Marketing-Schiene ein bisschen mitgespielt hat, so quasi, ja, ein KTM-Sieg gegen Kalex Speedup oder so, ist jetzt nicht wahnsinnig wertvoll und es ist eben auch nie eine reine Kalex, es ist immer eine Kalex Honda oder eine Kalex Triumph jetzt eben. Ich denke, dass das da eher der ausschlaggebende Grund war, weil sportlich, ja, zu Saisonbeginn war man hinterher, aber hat sich mittlerweile sehr gut gefangen und ich denke, könnte man auch nächstes Jahr ohne Probleme wieder um den Weltmeistertitel mitfahren in der Klasse. Ja, vor allem, man sieht ja schon, was jetzt unter den Honda 600er Motoren nicht passiert ist, dass Honda da irgendwie groß in Erscheinung getreten hat und die Werbetrommel gerührt hat in der Moto 2. Das macht Triumph schon. Ja. Also die nutzen das schon als Marketingplattform. Da gibt es Veranstaltungen, da gibt es die Werbebanner auf der Seite. Also die schauen schon, dass sie das natürlich nutzen für ihren Markenauftritt an sich. Und damit stehen sie natürlich in direkter Konkurrenz zu KTM. Wir haben sie immer gefragt, okay, wie geht das eine KTM Honda? Ja, das waren halt alte 600er Honda Motoren, die Honda nicht interessiert haben in dem Sinn. Die sind damals eingesprungen, um diese mittlere Klasse überhaupt erst einmal zu ermöglichen als Einheitsklasse, weil Honda der einzige Hersteller war, der das damals konnte. Und ja, bei denen ist das ein bisschen so dahin gedümpelt. Es war halt da, Triumph nutzt das ganz anders und wie du richtig sagst, das könnte durchaus auch eine Möglichkeit gewesen sein, wieso sich KTM dann zu diesem Ausstieg entschlossen hat. Wissen tun wir es nicht. In der Moto3 schaut es für KTM mittlerweile schlecht aus, denn Aaron Canet hat in Motegi weggeworfen. Die große Hoffnung des Peter Oertel, des Max Biaggi und von KTM, diesen Moto3-Titel zu erobern, jetzt schaut es nicht mehr gut aus. Ja, Aaron Canet hat in dieser Saison schon Pech gehabt, wurde in Silverstone abgeschossen, wurde in Thailand abgeschossen. Dieses Mal war er selber schuld, ein unnötiger Fehler eigentlich, also mitten im Rennen zu keiner Phase, wo man jetzt wirklich voll pushen musste. Er hatte eine kleinere Lücke zu den Fahrern vor sich, aber das hätte er jetzt nicht innerhalb von ein paar Kurven gut machen müssen. Unnötiger Fehler, ein Fehler, den man sich eben wahrscheinlich nicht leisten kann, wenn man einen Weltmeistertitel holen will. Vor allem eben auch, wenn der direkte Gegner Lorenzo Dalla Porta jetzt so stark unterwegs ist, wie es in diesem Wochenende war. Die Motegi gewonnen. Wird jetzt sehr schwer für Canet. Ich sehe im Moment bei Lorenzo Dalla Porta nicht wirklich die Gefahr für solche unnötigen Fehler. Der wirkt im Moment relativ gut gesetzt, relativ sicher. Und ohne einen schweren Fehler von Lorenzo Dalla Porta kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch geht für Aaron Canet. Dafür ist er zu konstant eigentlich. Ja, es sind 47 Punkte. Das bedeutet schon, in Phillip Island ist Dalla Porta Weltmeister, wenn er 4 Zähler mehr als Canet holt.
Canet ist für mich auch so mehr der Heißspann, also der Laporta wirkt cooler. Canet hatte ja schon Szenen, wo er, wenn die Maschine nicht so gelaufen ist, wie er wollte, wo er rumgestikuliert, wo er rumflucht. Also da kann der Peter Oettl durchaus auch mal leid tun. Er ist ja eher der Ruhigere und Canet, wenn der da einen Ausbruch in der Box bekommt, ist das schon einerseits gut für die Motivation, für die eigene, für dieses Rennschwein in sich. Andererseits ist es natürlich jetzt in einer prekären Situation, wo es wirklich schon um das letzte Überleben in der WM geht, ist, glaube ich, eher schlecht. Und mein WM-Tipp war vor Saison der Laporta. Mein auch. Scheint aufzugehen. Ja, also ich denke, Aaron Canet ist ein sehr schneller, ein sehr talentierter Fahrer, vielleicht sogar schneller und talentierter als Lorenzo de Laporta, aber ich glaube, er braucht noch ein bisschen mehr Reifeprozess, braucht noch ein paar Jahre oder vielleicht auch nur ein Jahr mehr in der WM, um eben dieses bisschen mehr Ruhe reinzubringen, ein bisschen mehr Routine reinzubringen. Und dann, denke ich, werden wir auch in den höheren Klassen viel Freude an dem haben. Im Moment für einen Rennsieg ist er immer gut, für gute Rennen ist er immer gut. Aber für einen Weltmeistertitel, glaube ich, fehlt es ihm dann auch an der nötigen Coolness, an der nötigen Abgebrühtheit ein bisschen. Ja, damit entlassen wir euch. Schaut, dass ihr ein bisschen Schlaf nachholt, denn schon nächstes Wochenende geht es ja wieder, also in ein paar Tagen geht es ja schon wieder weiter. Phillip Island, dann die Startzeiten noch viel früher. Ja, bis dahin holt euch unsere App, abonniert unser Printmagazin. Große Fabio Quartararo Story im nächsten Magazin, das ist gerade im Druck, das sollte dann demnächst an den Kiosken erscheinen. Ansonsten klickt rein auf motorsportmagazin.com, wir halten euch natürlich auch unter der Woche dort über alle News am Laufenden. Ciao. Ciao.